Irrtum bei Anne Will. Zeitredakteur verliert die Fassung. Es sind unterschiedliche Zahlen, auf welchem Pfad jetzt Deutschland sich befindet. Auf einem 2-Grad-Pfad oder 1,8 Grad oder 2,5. Ich glaube, dass das Klima beispielsweise in Deutschland jetzt nicht irgendwie spezifisch nur für unser Land gilt. Und das ja, macht Sinn. Früher haben sie es Erderwärmung genannt, dann haben die gemerkt, okay, nee, scheiße, manchmal wird es ein bisschen kälter, manchmal wird es ein bisschen wärmer. Lass lieber Klimawandel nennen. Umweltschutz ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Ich glaube, die ganze Welt hat keine Zeit. Man kann sich ja die ganzen Untersuchungen angucken. Ich bekomme so das Gefühl, dass dieses Thema halt genommen wird, um uns ein schlechtes Gewissen einzureden. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, euch zu Hause geht's allen gut. Liebe geht raus, sanfte Grüße von dem Bruder hier an euch alle. Ich küsse euer Herz, ich hoffe, euch geht's gut und zwar gehen wir in ein nächstes Video rein. Lasst gerne dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, supportet mich, kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei. Hier ist die einzig wahre Love Gang am Start, ihr seht's hier oben, Herzen sind im Chat, Liebe ist da. Und jetzt gehen wir rein ins Video, welches heißt, sehr, sehr interessant, ja. Irrtum bei Anne Will, Zeitredakteur verliert die Fassung. Ich glaube, es ist ein extremes Video, ich glaube, es ist ein krasses Video. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet, aber ich glaube, es ist wild. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wieder von dem Bruder Aktien im Kopf, mit den sanften Grüßen. Und yes, power to the people, meine lieben Freunde. Big up yourself und wir gehen rein. Let's go. Gestern ging es bei Anne Will mal wieder so richtig zur Sache und unter anderem war Bernd Ulrich, Chefredakteur der Zeit, zu Gast. Der Bernd. Was der so alles Interessantes über den Klimawandel und so gesagt hat, das will ich euch hier nicht vorenthalten. Wir sind gespannt, mein Jutster. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Wenn ich das höre, dann geht's mir immer gut. Liebe Grüße gehen zurück, mein Jutster. Love. Bringen wir doch mal gleich ins Video rein und hören uns an, was der Bundesvorsitzende des Zentralrates für deutsche Elfenbeinturmbewohner so alles zu sagen hat. Ich glaube, die ganze Welt hat keine Zeit. Man kann sich ja die ganzen Untersuchungen angucken. Was hat sich das Pariser Abkommen vorgenommen? Wo stehen wir heute? Und es sind unterschiedliche Zahlen, auf welchem Pfad jetzt Deutschland sich befindet. Auf einem 2-Grad-Pfad oder 1,8 Grad oder 2,5. Interessant. Also ich fliege ja ziemlich häufig nach Deutschland und auch nächste Woche zum Beispiel wieder nach Nürnberg. Aber mir ist noch nie jetzt aufgefallen, dass es dort in der Luft irgendwo so eine Art Ländergrenze gibt oder so eine Wand, durch die das Flugzeug erstmal durchfliegen muss, wie so eine riesige Glocke. Also ich glaube, dass das Klima beispielsweise in Deutschland jetzt nicht irgendwie spezifisch nur für unser Land gilt. Und dass ja, macht Sinn. Der Pfad, auf dem sich Deutschland befindet, garantiert nicht einen großen Einfluss haben wird, ob jetzt sich die Welt um 1,82 oder 2,5 Grad oder so erwärmt. Das sehe ich nämlich genauso. Also wir haben ja wir haben ja Orte, wo man wirklich hinschauen muss, so, ne? Es gibt ja auch echt so in Indien, in Dritte Weltländern teilweise und so, da wird der Dschungel verschmutzt mit Plastik und diese ganzen Geschichten. Also das sage ich immer wieder, weil das sind die Orte und das sind die Sachen, wo wir hingucken müssen, damit wir der Umwelt, der Natur helfen. Naturschutz sollte im Vordergrund stehen und nicht dieses Klimawandel-Thema so. Früher hieß es mal Erderwärmung. Früher haben sie es Erderwärmung genannt, dann haben die gemerkt, okay, nee, scheiße, manchmal wird es ein bisschen kälter, manchmal wird es ein bisschen wärmer. Lass lieber Klimawandel nennen. Umweltschutz ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Weil natürlich das Weltklima nichts ist, welches sich nur innerhalb von einem einzigen Land abspielt. Aber das ist genau diese Art von am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Diese Einstellung haben tatsächlich Leute, dass irgendwie Deutschland so eine Art Nabel der Welt ist. Und wenn wir mit unserer wertegerichteten Außenpolitik natürlich schon international so dramatisch scheitern, weil wir dort keine Vorbilder mehr sind, dann sind wir es natürlich erst recht nicht, wenn wir noch nicht mal erkennen, dass das Weltklima halt einfach nicht unabhängig von Deutschland stattfindet und dass wir mit unseren Maßnahmen natürlich nur einen klitzekleinen Beitrag zu welchen Pfad auch immer irgendwie leisten. Aber ich glaube, er hat irgendwie hier noch nicht ganz verstanden als Chefredakteur, dass das, was man in Deutschland macht und das Klima sozusagen innerhalb von einem Land jetzt nicht abgekapselt wie in so einer kleinen Glastube vom Rest der Welt existiert. Aber natürlich haben wir überhaupt keine Zeit. Und das ist ja auch, das ist ja wirklich, glaube ich, schwer zu verstehen, vielleicht für konventionelle Politik, auch für Herrn Merz. Es gibt etwas
ganz Neues in diesem Jahrhundert und das ist, die Agenda der Politik ist nicht mehr nach hinten offen. Das heißt, wir können nicht mehr verschieben. Verschieben ist verschärfen, später ist heißer. Das ist die Lage, in der wir sind. Und wer jetzt sagt, Wachsinn, wir haben ein bisschen, wir haben noch Zeit und wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass die Leute vielleicht ein bisschen zu wenig, also sich nicht so gerne anpassen wollen, nicht so viel Zumutung haben wollen, der sagt gleichzeitig, in 10 Jahren sind sie bereit, doppelt so viel Zumutung, die dann kommt über eine noch schnellere Klimawende und über die Klimakrise, zu ertragen. Und das halte ich für völlig, also Geschwindigkeit ist wirklich eine Demokratiefrage heutzutage. Und das ist wirklich, was Sie gesagt haben, Frau Wild, ist völlig richtig. Es muss einen Konsens der vernünftigen und anständigen Parteien in Deutschland geben über die Klimageschichte. Und das andere ist, so wie die Regierung manchmal magische Beschlüsse fasst, so hat die Opposition magische Technologien die ganze Zeit, die sie reinbringt in die Sache. Natürlich CCS, also die Verpressung von Kohlendioxid in die Erde, alles super. E-Fuels, alles super. Nur wird uns das nicht alles andere ersparen. Das muss zusätzlich auch natürlich auch noch kommen, damit wir einigermaßen in den Klimazielen bleiben. Aber es ersetzt nichts von dem, was jetzt geplant ist. Dieses Gefühl geht bei mir auf, also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich bin nicht so in diesem Thema wissenschaftlich drin, dass ich da jetzt wissenschaftlich irgendwie argumentieren könnte oder so. Aber für mich, ich bekomme so das Gefühl, dass dieses Thema halt genommen wird, um uns ein schlechtes Gewissen einzureden, um uns das Gefühl zu geben, dass wir uns verändern müssen, einschränken lassen müssen, nicht mehr frei leben dürfen. Also diese ganzen Sachen, damit wir nicht mehr frei sind, Bro. Weißt du, wie ich meine so? So fühlt sich das für mich an, weil ich weiß nicht, Digga, das ist doch nicht, wer hat denn gewonnen, wenn die ganze Gesellschaft nicht mehr vernünftig leben kann, so, nicht mehr sich über Wasser halten kann, beziehungsweise überall Einschränkungen sind und nicht mehr das Gefühl hat, dass man frei ist und so, das ist doch keine schöne Gesellschaft, das ist doch keine Gesellschaft, in der gute Dinge entstehen, gute Ideen entstehen und so, wenn du nur noch auf jeden Scheiß achten musst, so, Maske tragen, da darfst du dein Auto nicht mehr benutzen, Klimazone, hier ist jetzt 15 Minuten statt, du darfst nicht mehr länger raus, du darfst nicht mehr länger, das ist doch alles auch wie ein Gefängnis im Kopf, dass du gar nicht mehr frei denken kannst, Bro. Sich einfach damit zu bekennen, dass sie das auch wollen und die Leute mit überzeugen und nicht sozusagen auf den Bedenken der Menschen Klavier spielen. Uiuiui, da ist ja jede Menge Dramatik mit bei und ich war unter anderem, ob ihr es glaubt oder nicht, auch von dieser Dramatik jetzt gerade selber wieder betroffen. Und zwar habe ich jetzt in den letzten Tagen häufiger gelesen, dass wir jetzt hier auf Mallorca eine absolute Rekordhitze erwarten werden. Das war nämlich letzte Woche noch, da hieß es jetzt fürs letzte Wochenende, wird es halt überall 35 Grad und es wird der heißeste mallorquinische Frühling seit Aufzeichnung 1950. Und überall war dann gleich wieder so die Verbindung und so zum Klimawandel und so gemacht. Und tatsächlich hat es jetzt beispielsweise auch in einigen Regionen von Spanien ziemlich... Hier ist es auch extrem heiß. Und ich bin der Überzeugung, dass das Klima sich schon seitdem es die Erde gibt, immer wieder verändert. Wir haben Eiszeiten gehabt, wo wir jahrelang keine Sonne, keinen Warm hatten. So, ne? Und ich glaube, dass diese Zeiten immer wieder kommen und gehen. Und ja, ich weiß, dass wir die Natur, die Umwelt nicht gut behandeln und dass dadurch auch ein Payback von der Natur, von Gott kommt und der sagt, ey, guck mal, so geht das nicht weiter, dann kommen Katastrophen, dann kommt immer heißer und dann kommen diese ganzen Geschichten so. Aber inwiefern wir jetzt als Einzelne dazu beitragen, dass das Klima sich verändert, das wage ich zu bezweifeln, dass es so ist, wie sie uns präsentieren. So. Also wie gesagt, ich finde Umweltschutz, ich finde Naturschutz eine Sache, die gut ist und wo wir definitiv mehr das Augenmerk drauf legen sollten, weil wir da tun wir keine guten Dinge. Aber uns dieses schlechte Gewissen einzureden, dass wir verantwortlich sind, dass das Klima sich verändert, ist gefühlt auch wieder einfach eine Agenda, um uns weiter einzuschränken und um uns noch mehr zu kontrollieren. So. Heiße Tage gegeben, aber hier auf Mallorca, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil ich bin ja hier direkt auf Mallorca und ich laufe die ganze Zeit halt ganz... Ah, der Bruder ist im Malle, Alter. Sanfte Malle-Vibes sind am Start, oder was, mein Jutz da? Mal im T-Shirt rum, aber es ist genau das gleiche Aprilwetter hier wie immer gewesen. Und ich habe mich immer so gewundert, so, hä, bin ich irgendwie auf einem anderen Mallorca gerade? Oder berichten die halt einfach irgendwie so ein bisschen überdramatisch über die Situation gerade hier? Und dann einige Tage später mussten dann sie auch ein bisschen nachkorrigieren und haben gesagt, dass es eine der katastrophalsten Fehlentscheidungen war, weil es halt eben nicht diese Rekordhitze hier gab und sogar geregnet hat, ja? Also damit will ich jetzt nicht sagen,
dass es irgendwie im Rest von Spanien kein Problem oder so mit Dürre oder so gibt. Ich will nur sagen, man sollte vielleicht auch so ein bisschen bei der Realität bleiben und nicht immer so ständig völlig übertrieben alles dramatisieren, wie es auch eben der Bernd das ist ein Plan, Digi. Und so weiter tut. Weil am Ende müssen wir uns ja auch mal die Frage stellen, was soll denn so angeblich diese ganz schlimme Konsequenz aus dem allen hören, ja, und sein? Wenn wir jetzt uns auch so Dokumentationen anschauen oder Nachrichtenberichte lesen über die ganzen Dürren, über die ganzen Fluten auf der anderen Seite, über die ganzen Erdbeben, Waldbrände, Artensterben und so weiter, muss man ja irgendwie den ganzen Tag den Eindruck bekommen, dass überall auf der Welt ständig Menschen aufgrund dieser katastrophalen Ereignisse und Naturkatastrophen, ja, umkommen, also sterben. Schauen wir uns doch jetzt aber einfach mal hier so eine kleine Statistik an. Das mache ich nämlich am allerliebsten und von Our World in Data, weil die halt eben sehr lange Datenreihen und so weiter erfassen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie hat sich eigentlich so die Todesrate durch Naturkatastrophen in den letzten Jahrzehnten und so weiter verändert. Weil man könnte ja davon ausgehen, hey, wenn es sozusagen immer dramatischer gerade wird und wir immer weniger Zeit haben. Haben wir hier einen Klimakleber im Chat? Das wäre interessant. Haben wir? Haben wir einen Klimakleber im Chat, meine lieben Freunde? Gib mal Feedback. Und wir deswegen unsere Wirtschaft runterschrauben müssen und sämtliche Maßnahmen voll nach oben treiben müssen und so, dass es dann irgendwie richtig dramatisch ist. Also lassen wir uns einfach mal kurz hier dieses Video abspielen und da sehen wir, ui weia, da gab es ja 1910 und so Erdbeben und so weiter und dann wird es aber immer schlimmer, kann man sehen. Also hey, da wird es ja jetzt gar nicht mehr schlimmer, was ist denn da auf einmal los, hä? Also okay, wow. Ach so, der Trend geht nach unten. Also durch all diese ganzen schlimmen Klimafolgen sterben aktuell immer weniger und weniger Menschen. Und jetzt werden manche von euch sagen, aha, ey, Kolja. Auch eine schöne und interessante Statistik ist halt wirklich auch die Klimaveränderung in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden seit Aufzeichnung. So, ne? Wir haben uns, glaube ich, schon mal in deutlich heißeren Phasen befunden, wo noch nicht so viele Menschen auf der Erde waren, beziehungsweise auch Industrie etc. und so. Daran siehst du halt auch, dass das nicht so einfach zu erklären ist, weißt du? Da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Die generelle Wandel der Erde, so, da passiert immer irgendwas. Manche Leute sagen, wir befinden uns gerade mitten in einer Phase, wo der Polsprung bald passiert. Allein dadurch können gewisse Dinge passieren. Auch klimatechnische Auswirkungen können da kommen, so, weißt du? Und ja, Digga, und wenn irgendjemand das Klima beeinflusst mit dem, was er tut, dann sind es die großen Unternehmen, die den ganzen Scheiß da in die Atmosphäre rausballern. Und nicht der einzelne Bruder, der jetzt mit dem Auto mal zum McFit fährt, Digga. Aber den wollen die wieder angreifen. Und die Unternehmen, die werden in Ruhe gelassen. So. Und die Ukraine, Atomkraftwerke, natürlich laufen die weiter. Sagt unser Umweltminister, sagt es so. Aber bei uns wird alles abgeschaltet. Bro, das ist kannst du dir nicht ausdenken, das passt vorne und hinten nicht. Das ist nicht eigentlich noch krasser sein, weil früher im 1910 oder so gab es doch auch noch viel weniger Menschen als heute. Völlig richtig. Und deswegen gibt es diese Statistik auch nochmal umgerechnet pro 100.000 Bewohner sozusagen. Und was sehen wir hier? Da ist der Downtrend sogar noch dramatischer. Das heißt, offensichtlich besitzt der Mensch die Fähigkeit, sich auch sehr gut anzupassen. Muss man tätig werden? Ja. Ich fand zum Beispiel es sehr intelligent, wie man das Ganze damals mit FCKW und so gelöst hat, wo man ja auch sehen konnte, dass es zu einem dramatischen Abstieg dieser FCKW-schädlichen Substanzen und so weiter kam, die halt eben das Ozon und so weiter schädigen. Aber sollte man deswegen in Panik verfallen? Sollte man deswegen irgendwie die gesamte Wirtschaft runterschrauben? Sollte man deswegen den Wohlstand abbauen, damit man immer weniger und weniger und weniger auf solche Naturkatastrophen reagieren kann? Also ich bitte Sie doch, Herr Ulbricht, ja? Und wie man auch hier wieder hört, ne? Der Bruder ist doch gekauft, Mann. Recherchier mal, wo der herkommt, von wo der finanziert wird. Ich bin mir fast sicher, dass WEF da irgendwo auch mit involviert ist, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Dann ja auch über die neuen Technologien und so mit Carbon Capture und Storage, dass man eben CO2 und zwar dort, wo es tatsächlich in rauen Mengen anfällt, nämlich bei den ganzen Betonfabriken und so weiter und Kraftwerken, dass man dort es eben halt auffängt und unter die Erde presst, statt jetzt irgendwie die Leute ständig mit neuen Heizgesetz in die Armut zu treiben,
Da sagt er aber schon gleich, das ist höchstens eine Ergänzung und so weiter, ja. Und wir kommen nicht darum herum, dass wir diese ganzen schlimmen Maßnahmen jetzt einfach machen müssen. Und das ist das Gleiche, was wir ja auch bei der letzten Generation und bei Extinction Rebellion, übrigens, ja, wusstet ihr, dass aus Extinction Rebellion ging ja indirekt die letzte Generation hervor. Und da gibt es viele Mitgründer und so, die schon ewig gesagt haben, denen geht es eigentlich gar nicht primär ums Klima, sondern hauptsächlich darum, dass sie eben ihre neosozialistische Weltordnung hier einführen können. So. Darum geht es nämlich im Endeffekt. Und deswegen, egal welche produktive, innovative Lösung du diesen Menschen präsentieren wirst, sie werden immer sagen, ja, das ist alles schön und gut und so, aber wir müssen trotzdem voll, du musst trotzdem irgendwie 2 Minuten nur duschen, du darfst trotzdem nicht mehr in Urlaub, du darfst trotzdem nicht mehr dein Auto behalten auf Dauer, du darfst trotzdem nur noch Tempo 30 fahren, du musst dir trotzdem ein Lastenrad holen, du darfst trotzdem nicht mehr das und das essen, du darfst trotzdem nicht mehr das. All diese ganze Indoktrination einfach dient diesem Zweck, nach und nach die Marktwirtschaft und die Freiheit abzuschaffen. Das Ergebnis dessen wird aber genau das Umgekehrte sein. Es wird sehr, sehr, sehr schädlich sein. Ja, weil nämlich dann die Menschen halt eben sehr viel weniger sich eben auch mit Klimaschutz und solchen Sachen beschäftigen müssen, wenn sie den ganzen Tag wieder halt eben nur noch arbeiten müssen, um zu gucken, dass sie was auf dem Tisch haben und auf dem Teller. Das ist die simple Wahrheit und das weiß auch jeder, der halbwegs gründlich mal über diesen Zusammenhang nachdenkt. Ja, sonst wäre ja nicht, ja, weil natürlich gibt es auch weiterhin Naturkatastrophen in den letzten 100 Jahren. Aber warum sind denn immer weniger und weniger Leute gestorben? Ja, weil man die Technologie immer weiter verbessern konnte, wie man darauf reagiert. Weil man immer bessere Häuser bauen konnte, weil man immer besser auch antizipieren konnte, wo und wann tritt vielleicht welche Katastrophe auf, weil man besser koordinieren konnte, weil der medizinische Fortschritt und so weiter vorangegangen ist. Und der baut eben auf Wohlstand auf. Und das müssen halt Leute wie Bernd Ulbricht unbedingt kapieren. Die kapieren das alles, Jutster. Mein Jutster. Mein jüngster, liebster, sanfter Bruder, die verstehen das alles, aber die machen das extra, um uns, du weißt schon, was ich meine. Deswegen, süßer Appell, aber ich glaube, der wird nicht ankommen. Die haben einen Plan und der wird durchgezogen, bis zum Ende. So, ich küsse doch euer Herz, aber starkes Video, oder? Die sanften Vibes wieder vom Bruder auf jeden Fall, Aktien im Kopf, starker Kanal, Liebe geht raus. YouTube, ich küsse euer Herz. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Liebe geht raus. Von mir und vom Chat natürlich. Gang.